Ich gehe gerade mal auf den Speicher gucken, ob ich was für den Flohmarkt finde. Das kann man noch gebrauchen, das ist gut. Hey, noch ein Jackett. Was ist das? Sieht ja aus wie alte Omas Schrift. Frankfurt am Main, Dezember 1946. Mein lieber Bruder, lange haben wir uns nicht mehr geschrieben. Schade eigentlich. Aber du weißt ja selbst, wie das ist. Das Alltagsleben fordert uns über Gebühr. Es geht uns inzwischen schon wieder ein bisschen besser. Aber du sagst ja immer, ich soll dir schreiben, wie es uns in unserer Zone ergeht, weil du ja immer noch in Leipzig bist. Also bei uns hat sich einiges getan. So hatten wir im Frühjahr unsere ersten Wahlen nach dem Krieg, Stadt- und Gemeinderäte. Und was soll ich dir sagen, es waren tatsächlich fast alle Parteien wieder dabei. Was ich gewählt habe, das darf ich doch gar nicht sagen. Wahlgeheimnis. Aber du kannst es dir ja denken. Kennst ja meine Einstellung. Was tut sich sonst noch? Die Amerikaner und die Briten wollen ihre Zone zusammenlegen. Die Russen und Franzosen wollten nicht mitmachen, sagen sie. Und sie sagen auch, dass eine Zusammenlegung nur Vorteile bringt, wirtschaftlich und so weiter. Außerdem soll dadurch die Versorgungslage verbessert werden. Das ist auch dringend nötig. Wir haben einen bitterkalten Winter. Und habt ihr genug Brennmaterial? Hier müssen die Leute durch die Straßen ziehen und Holz und Kohlen sammeln. Manche nehmen sie auch einfach mit. Weißt ja, wie das ist. Der kleine Nachbarjunge kam neulich mit einem ganzen Stoß Holz an. Naja, so klein ist er auch nicht mehr. 16 Jahre alt, glaube ich jedenfalls. Pfiffiges Kerlchen. Ja, das ist er. In Vaters altem Werk haben sie bis letztes Jahr noch kräftig demontiert. Jetzt machen sie das nicht mehr. Die Demontage wurde eingestellt, jedenfalls in der amerikanischen Zone. Bei euch nicht, hört man. Stimmt das? Ach, wie gern würde ich dich mal besuchen. Aber mit den Zügen, das ist so eine Sache für sich. Auf dem Trittbrett stehen und das vielleicht die ganze Fahrt. Nee, das ist wirklich nichts für mich. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon wieder Züge nach dem Osten fahren. Die Strecken sind doch wahrscheinlich noch alle kaputt, oder? Zu gern wüsste ich, wie es dir geht. Schreib bald mal wieder. Ich wünsche euch jetzt schon ein frohes Fest. Alles Liebe, deine Schwester Ellie.